da bin ich wieder. Heute geht's um das, ich möchte sagen, Gewehr. Das hat irgendwas vom einem Karabiner, auch etwas von einer Steinschleuder, aber auch etwas von einer Armbrust. Das ist, wie ihr da seht, eine Schleuder. Was soll ich dazu sagen? Also, das Produkt hat mir ein Freund geschickt, der hat die Vertretung für das. Das ist der Mirko von TrueShot. Ich werde euch dann auch den Link unten verlinken. Der bietet diese Steinschleuder an um 200 Euro. Das Zielfernrohr ist aber nicht inbegriffen im Preis. Das kostet nur mehr, glaube ich, 59 Euro. Hat auch einen Laser dabei. Ja, ganz kurz gezeigt. Es ist alles in Plastik und Metall. Hat eine schöne Zugkraft. Zum Verstellen muss man den Hebel ziehen, ganz nach hinten ziehen und dann laden. Ihr habt da ein Magazin da. Da könnt ihr 8 mm Stahlkugeln da reingeben. Werden so geladen. Und dann mit der Feder wird das dann fixiert und dann könnt ihr jedes Mal, wenn ihr laden tut, dann ist da ein Magnet und der haltet die Dings, die Sphäre von 8 mm fix und ihr könnt damit schießen. Es ist mehr oder weniger ein Repetier, eine Repetiersteinschleuder. Hat Stahlseile und Gummibänder. Was soll ich dazu sagen? Es hat ungefähr, von der Potenz her, haben sie geschrieben, zwischen 11 und 15 Joule. Hat auch einen Dings, einen Klappgriff, wo man das ein bisschen kleiner machen kann. Aber zum, ja, warte mal. Damit es ein bisschen kleiner wird, kann man das natürlich so schon leichter transportieren. Wieder aufgemacht. Was soll ich noch dazu sagen? Das lese ich ein bisschen runter da. Die Dimensionen sind 68 x 23 x 20. Hat ein Gewicht von 2540 Gramm. Das sind 2,5 Kilo. Hat eine Reichweite von ungefähr 150 Meter und hat dann für die Munition ungefähr 40 Stahlkugeln. Es geht leider nur die 8 mm Stahlkugel. Habe auch probiert, das werde ich da demnächst in einem anderen wieder zeigen. Ihr könnt auch damit Pfeile schießen. Das werde ich dann in einem anderen Video zeigen. Das Zielfernrohr, meiner Meinung nach, ist nicht schlecht. Es hat auch eine, wie sagt man da, eine Beleuchtung. Hoffentlich seht ihr das. Und, was soll ich nur dazu sagen, es gibt Reservegummis im Kit im Behalten und ein Stahlseil. Das Wichtige ist, wenn ihr das ladet, wenn man das zurückgibt, niemals ohne
Stahlkugel schießen, sonst reißt die Stahl, das Stahlseil reißt natürlich dann ab. Und das wäre nicht schön. Jedenfalls, es ist ein super Gerät, ich habe das schon ausprobiert. Es ist ja leicht zum Laden. Das werde ich jetzt dann aber gleich dann in einem Video zeigen. Es hat eine Picatinny-Schiene und ihr könnt ja natürlich außer Merino ein Laser oder ein Hologramm Merino montieren. Und was könnt ihr nun dazu sagen? Es ist ein Produkt, meiner Meinung nach, das was wirklich gut ist. Das einzige Problem ist das, was ich sehe. Es ist ein bisschen schwer, aber es ist ungefähr so wie ein besseres Luftdruckgewehr. Es hat eine schöne Durchschlagskraft. Heute werden wir das natürlich testen. Ich habe da meine Kokosnuss. Und da werde ich schauen, ob man heute mit einer 11 oder 15 Joule Steinschleuder das durchschießen können. Da werden wir natürlich ein bisschen auf andere Produkte auch schießen, wie Glas, eine Zielscheibe für die Zielgenauigkeit und Ballistic Gel. Das werden wir dann natürlich jetzt alles ausprobieren. Und wenn ihr das sehen wollt, dann gehen wir jetzt die Steinschleuder testen. Bleibt dabei, komm gleich wieder. Also Freunde, da ist jetzt die dingste Zwille da und da haben wir natürlich auch eine Halterung gemacht, mit dem kann man dann Merino einrichten und so. Das habe ich in Holz gemacht, das werde ich dann mal in einem anderen Video zeigen. Und jetzt werden wir diese Stahlkugeln, was da sind, 8 mm Stahlkugeln, ins Magazin reingeben. Das ist schon der Platz, wo man natürlich unsere Schüsse da freigeben. Was man sieht, so Ballistic Gel, Dosen, Glas und so weiter. Ja, und fangen wir an. Jetzt werden wir da zuerst das Magazin laden. Okay. Also Freunde, da habe ich jetzt die Zielscheibe befestigt und jetzt probieren wir das aus, wie genau diese Zwille schießt. Also Freunde, ich glaube, das kannst du sehen lassen. Ja Freunde, das ist das Resultat. Das ist ein Zwei-Schicht-Fenster mit Plastikfolie drin und das hat es richtig durchgeschlagen. Ja, Tomaten, es ist ein Tomatenmark und jetzt probieren wir das, ob der die Dosen durchschießt. Okay? Thank you.
Ja, Freunde, das Sugo ist fertig. Er hat das da eingeschossen, einmal, zweimal, und da hinten ist der Austritt. Kann man sagen, mit 11 Joule kann man wirklich sagen, tut das richtig weh. Jetzt gehen wir zum nächsten. Also Freunde, da seht ihr den Einschuss, aber leider Gottes hat sich die Kokosnuss nicht durchgeschlagen. Ist ein bisschen härter. Ja, so Freunde, jetzt probieren wir das Ballistic Gel, wenn wir sehen, was da rauskommt. Also Freunde, wie ihr gesehen habt, es gibt einen Einschuss, leider Gottes ist es ziemlich gelb, aber es gibt keinen Ausschuss, aber es ist mehr als die Hälfte ist da drin, was wir da gesehen haben. Ja Freunde, das sind drei Einschüsse und die sind hinten raus. Das habt ihr gehört, da sieht man die 1, 2, 3 Schüsse und das hat es durchgehauen bis zum Gehen nicht mehr. Ich glaube, das tut schon weh. Also Freunde, da habe ich jetzt allerdings ein T-Shirt genommen. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, ob er das, hinten ist das Ballistic Gel, ob er das durchschießt. Da bin ich richtig gespannt. Also Freunde, das steckt im Ballistic Gel drin, wie ihr da seht, ist ein Wahnsinn. Thank you.
Also Freunde, jetzt werden wir natürlich die FPS und die MPS testen. Okay? Also Freunde, Fazit von der Mark 3, würde ich sagen, ein optimales Gerät, wirklich gut in der Hand, zielgenau, wie gesagt, er hat ein gutes Zielfernrohr, er hat einen Laser und ihr habt gesehen, die Proben, was ich gemacht habe, auf die Produkte, die ich geschossen habe, es ist wirklich ein Wahnsinn. Wenn ihr es kaufen wollt, das ist von der Firma True Shop in Italien. Ich werde euch einen Link unten verlinken, wo ihr seht, wo ihr das kaufen könnt. Sag nochmal, kostet 200 Euro. Zielfernrohr ist natürlich extra, das sind glaube ich 60 Euro. Und ja, es ist wirklich empfehlenswert. Ihr habt es gesehen auf Dings, auf dem Messgerät, auf dem Chronographen, glaube ich, heißt es. Haben ungefähr von der Schule her, so um die 18, 19 Schulen. Das ist mehr als was ich gedacht habe. Jedenfalls, wenn euch das Video von dieser Zwille, was ausschaut wie Armbrust oder auch ein Gewehr, dann kauft euch das. Ich kann es nur empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat von der Zwille, dann lasst mir einen Daumen hoch bitte. Schreibt euch auf meinen Kanal, es kommen noch ein Haufen andere Sachen. Demnächst wird wieder was kommen von der HDR50, von Umarex. Da werden einige Videos zeigen. Deswegen sage ich, schreibt euch auf meinen Kanal, es kostet nichts und es tut auch nicht weh. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Euch als Survival 1. Vierte. We'll be right back.